Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute ist meine Kleinst-To-Do-Liste ganz schön, wirklich sehr klein. Denn mir ist aufgefallen, wir haben ja hier letztes Mal diese Kante runtergemacht, aber die hängen hier genauso fest, ne? Das heißt, wir müssen hier das Ding genauso nochmal wegmachen. Halt, Moment mal. Das sollte aber fix gehen. Ich mach mal kurz so das hier weg. Und scroll mal run. Dann muss ich auch den entfernen, so sei es. Und wahrscheinlich den hier auch kurz, ne? Gut. So, und dann mache ich nichts anderes als Shift. Ah, die Treppe ist im Weg. Hm, kann ich es auf der anderen Seite vielleicht eher machen? Da ist auch der im Weg, ne? Ja, doch, geht aber. Ich mach mal, dass sie ganz knapp über der Stufe ist. Halt, ich scroll mal ran. Ach, ist schon. So, so ungefähr, ne? Zack! So. Und Problem gelöst. Ach ja. Wo mache ich den dran? Hier dran. So. Ne? Ja, sieht jetzt so lala aus, aber was soll's. Und den so dran. Ne, da sieht man noch den Übergang nicht. Und man hat jetzt hier eine smoothe Kante. Perfekt. So. Zwei Holz sind über. Wie kann das sein? Wo sind denn die zwei Holz über? Welches Holz habe ich denn entfernt? Hä? Kein Plan. Gut, wie auch immer, ich habe es reingetan. Oder war das doch von letztem Mal? Gut möglich, ne? So, als allererstes gehen wir mal kurz hier runter, holen das Eiter, das wir schon vorbereitet haben und bringen es nach oben. Außerdem sind die bestimmt wieder... Nee. Der ist immer noch am Fermentieren und der auch. Aber was wir auf jeden Fall tun müssen, ich habe selber keine Lust drauf, aber es bleibt nicht aus. Wir müssen kochen. Und da will ich auch gar nicht zu viel Zeit mit verbringen. Weil ich will nämlich Progress. Und zwar viel Progress. So, und zwar mache ich mal kurz das hier. Harz, blauer Pilz, Straußenfarn, Pilze. Gut. Dann weiß ich Bescheid. Da gehe ich mal kurz nach oben. Die blauen Pilze, diese Pilze. Dann Kräuter. Oh, haben wir nur 20. Und, was war das noch? Alter, ne? So. Oh, da können wir auch mal was holen. Halt, warte mal, ich mach mal so rein und nehme den raus. So. Und Weichgewebe haben wir ja leider nicht, deswegen können wir das nicht machen. Moment mal. Da ich nicht so viel kochen will, gehe ich mal kurz hoch. Ja, die Pastete brauchen wir auch wieder, ne? Ja, wir haben keine Pastete mehr. Oder wollen wir erstmal den Salat aufbrauchen? Ja, so machen wir das, glaube ich. Ich brauche erstmal den Salat auf. Und hier brauche ich noch Monsterfleisch. 1, 2, 3 sollten reichen. Das Gelee. Halt, hier. 1, 2. Und da brauchten wir auch die blauen Pilze, ne? 1, 2, so. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ich glaube, ich habe jetzt von diversen Sachen viel zu viel mitgenommen. Aber so sei es. Und wir fangen an mit dem marinierten Grüngemüse. Da mache ich erstmal den Stack hier voll. Und dann, keine Ahnung, dass wir noch einen Stack in unserer Kiste haben. Wobei ich gerade merke, ja doch, ich mache so viel wie geht. Das Straußenpfahl ist ja gleich aufgebraucht. Ja. Naja, gut. Ich lasse Straußenpfahl immer liegen, ne? Sollte ich nicht. Die Pilze nehme ich immer mit, aber das Straußenpfahl lasse ich immer liegen. Oh Mann. Naja, gut. So. Und Suchersülze auch nochmal. Dann machen wir ebenfalls irgendwie... Oh, sie rückt erstmal einmal zwei auf einmal. Dann würde ich dann auch, keine Ahnung, erstmal den Stack voll machen, den wir haben. Und dann vielleicht, damit wir auch immer noch Not-Magie-Nahrung in unserer Kiste haben, vielleicht zwei Stacks. Weil es so schnell geht. So. Und noch ein. Und noch ein. Ja, komm, da machen wir den Neuner voll. So und so. Und das sollte erstmal reichen. Und dann brauche ich noch, wie hieß das Zeug? Geröstete Krustenpastete. Ungebackene Lokspastete. Nein. Da. Die Beeren. Also hier die Trauben. Dann Eier und Mehl. Easy. Ich glaube, davon haben wir genug. Ich hoffe es einfach mal.
Ja, Kräuter haben wir jetzt keine mehr über. Die Pilze kommen hier rein. So und so. Das Monsterfleisch hier. Dann können wir den und den gleich in die Kiste packen. Wobei ich hier, glaube ich, mal 5 und hier 5 rausnehme. Jawohl. Ja doch, dann lasse ich so. Dann haben wir hier unser Hauptfood. Und das ist unser Nebenfood, so wie immer. Und dann das Gel kann wieder rein. Gelee. So. Harz. Können wir auch gleich mal holen. So. Und als letztes brauchten wir einmal diese hier. Da gehe ich kurz zu unserem Spalier und hole uns neue, damit wir mehr haben. Weil davon will ich ordentlich herstellen. So. Wachset. Und vor allem gebt mir Trauben. Na los. Jetzt warten müssen immer, bis die Animation nachkommt. Na los, jetzt mach. So, das war's, ne? Da ist es, glaube ich, gerade hochgeklettert. So viel hat sich nicht verbreitert, aber hier sind ein paar Beeren. Die brauchen immer ein Weilchen, um zu spawnen. Lasst euch Zeit, ich hab Zeit. So, hier sind bestimmt auch noch welche dran. Hervorragend. Sehr gut. Und nichts zurücklassen, da leuchtet was. Da sind welche in der Luft, ne? Ach, Samen waren da, gut. Auch die können wir gut gebrauchen. Ja, theoretisch noch einen zweiten Spalier, ne? Könnten wir bauen. Ah, hier sind noch welche. Ich weiß nicht genau, wie lange ich warten muss. Aber ich glaube, das war's jetzt. Ne? Hey, sind noch welche. Es gibt's doch gar nicht. Okay. Das Spiel will mich doch verarschen. Aber gut. Das war's jetzt aber, oder nicht? Ich warte jetzt noch mal kurz. 3, 2, 1. Und das war's. Gut. Ja, dann gehe ich zurück. Und wir machen die Krustenpastete. Hervorragend. Da gehe ich mal durchs Lootloch. Und kann dann direkt die Samen wegbringen. Hier rein. So. Außerdem haben wir jetzt mehr als genug von dem. Dann brauchen wir noch die Eggs der Geier. So, dann packe ich mal 1 wieder zurück. Und Mehl. Davon haben wir auch ordentlich noch. So. Ja, nehme ich mal sogar noch einen raus. Hauptsache, wir haben noch einen freien Platz. Da können wir dann entsprechend den Stack hinpacken. Das hier. Erstellen. Sehr gut. Ja, da können wir doch tatsächlich ordentlich was vorbereiten. Aber das muss ja auch immer wieder alles gebacken werden, ne? Ich mache deswegen erstmal 8. Ach, shit. Dachte, ich bin so klug mit einem freien Platz. Ach ja, stimmt. Mehl hat sich ja aufgebraucht. Dann ist ja alles easy. Weil ich muss ja gleich noch die Öfen anhauen. 2. Einen hier und einen hier und dann rein damit. So. Und weitergemacht. Während die backen, können wir weiter hier den Teig vorbereiten. So. Soll ich volle Karacho machen, bis wir keine Ressourcen mehr haben? Würde ich, ne? Oder brauchen wir die Trauben und die Egg ist doch für was anderes? Ich wüsste nicht für was, ehrlich gesagt. Für Tränke vielleicht, ne? Fällt mir gerade so ein. Ist das immer noch am Backen? Ja. Es hätte schon ein Geräusch von sich gegeben, glaube ich. Ich mache einfach mal weiter hier. Am besten, dass es durch 8 teilbar ist. Ja. Da ist, also man nehme ich dann 16. Noch ein. Zack. So. Und die sind durch. Hör damit. Rein damit. Und das gleiche hier nochmal. Dann nach oben. Ah, das hätte ich zuerst machen sollen, ne? Fällt mir gerade auf. Weil dann, während wir die anderen Sachen kochen, hätte das jetzt schön vor sich hin backen können. Aber gut, was soll's. Ich glaube, wir kriegen das auch so schon hin. Ich mach mal so. Ja, sowas vorher aussortiert, ne? Dann, das sind die ungekochten. Da nehme ich mal das und das hier hin. So. Ich wollte ja eigentlich erst den Salat aufbrauchen, aber irgendwie, keine Ahnung. Stimmt. Wir können das folgendermaßen machen. Dass ich trotzdem den Salat hier hinnehme. Erstmal. So sei es. Dann nehmen wir halt erstmal nur Salat. Hier die Beeren rein. Halt. So. Mehl zurück. 4 Stück. Und die Eggs natürlich.
Und ist er gerade fertig mit Backen. Nichts wie Hinder, um keine Zeit zu verlieren, weil ich will natürlich los. Und ihr wollt bestimmt auch nicht sehen, wie ich hier die ganze Zeit Sachen koche. Aber das gehört nun mal zum Spiel dazu, also ich habe ja keine Wahl. Gut, so, rein damit. Haben wir erstmal wieder ein bisschen was. Und das hier ist eigentlich auch Müll, ne? Auch hier diese 5 Wolfsdörfleisch aus vergangenen Zeiten. Die kann ich eigentlich wegschmeißen, bin ich ehrlich. Oder? Kein Plan. So, und hier wollte ich auch nochmal gucken. Wir haben hier 19. Soll ich die auch einschmelzen, auch wenn es keine 20 sind? Ja, komm. Oder? Was soll das denn jetzt auf diese eine... dieses eine Erz zu warten? Bringt ja gar nichts. So, und hier können wir auch auf den 20. verzichten. Hier allerdings nicht. Ne, weil hier sind dann ja sowieso noch Kohledinger drin. Deswegen mache ich das ja immer. Also, dass ich jetzt hier einen 20. reinmache, ist, damit ich, wenn ich Erz reinhaue, er sofort loslegen kann, ne? Einfach nur für den Augenblick, der, dass er sozusagen schon loslegt, wenn das Erz drin ist und nicht erst, wenn auch Kohle drin ist. Das ist der einzige Grund, warum ich das so mache. So, hör damit. Und hör damit. Sehr gut. Und dann sind wir durch mit Kochen. Das ging ja doch recht fix, Gott sei Dank. Rein damit. Haben wir 3 volle Stacks. So will ich das sehen. Und ich ziehe mir mal... warte mal, wir haben ja schon Ausdauerfood. Dann gönne ich mir mal den. Und wir gehen wieder in die Mistlands. Weil wir brauchen Weichgewebe, ne? Es bleibt einfach nicht aus. Wir haben keine andere Wahl. Aber wie spät haben wir es denn? Wir haben es schon spät. Deswegen gehe ich erstmal pennen. Damit wir nicht auf Nachtpatrouillen treffen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber wir müssen weiter durch die Mistlands gehen und ein bisschen Weichgewebe sammeln. Und wenn wir das gemacht haben, brauchen wir auch jede Menge Ascheholz. Für das Ascheholz würde ich dann allerdings den Bergkönig anmachen, damit wir das endlich mal hinter uns haben und dann mehr als genug Ascheholz zur Verfügung haben. Und wenn wir das hinter uns haben, das machen wir dann aber erst nächste Aufnahme, müssen wir weiter Festungen suchen, ne? Aber eins nach dem anderen. Ich würde sagen, wir gehen das mal ratzen. Gute Nacht. Guten Morgen. Und dann laufen wir direkt runter. Und machen direkt beide. Ja, letztes Mal mit den Zwergen, ne? Das war natürlich hart. Aber ich habe meine Lektion gelernt. Und ich glaube, ich weiß jetzt, wie wir das beim nächsten Mal machen werden. Auf jeden Fall nicht so. Aber wir gehen durchs Reiseportal und weiter durch die Mistlands. Energieschild. So, und let's go. So, hier sind wir. Und dann nehmen wir selbstverständlich wieder unser Portal mit. So. Zack. Und ich hatte letztes Mal mich ja schon umgesehen, wo es hier weiterging, ne? Wir haben da gemerkt, ah ja, hier sind wir gestorben. Hier ist ja das Biom vorbei und hier auch. Aber da haben wir doch Pflanzen gesehen, ne? Aha. Es ist doch die Yggdrasil-Wurzel. Da wäre noch Nebel. Ja, shit. Weil ich habe auch überlegt, ob wir ansonsten irgendwo anders hingehen und einen besseren Spot suchen, wo wir Mistlands haben. Wir hätten hier noch, ne? Ja. Dann gehen wir mal dahin. Ich versuche mal nicht nass zu werden. Ich glaube aber nicht, dass ich das schaffe. Ich probiere es trotzdem. Ach, geht ja gar nicht. Da hinten müssen wir ja sowieso schwimmen. Glaube ich. Warte mal. Halt, 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 halt. Ich versuche mal da oben drauf zu jumpen, wenn das geht. Geht nicht. Kann ich hier drauf jumpen? Ja, das geht. Kann ich dann darauf jumpen? Ja, auch das geht. Aber das schaffe ich nicht. Ja, gut. Hätte ich mir sparen können. Oh, doch, ich schaff's. Nice. So, sehr gut. Wir müssen so nach da. Das heißt, hier ist schon die richtige Richtung. Und natürlich die Augen offen halten. Nach Schädeln, nach Zwergen, nach Kisten, nach allem, was Weichgewebe hat. Und die Ohren auch offen halten. Ich sollte mal ein bisschen ruhiger reden, damit ich hässliche höre, wenn sie sich nähern. Scheiße, ich habe vergessen, Eiter abzuholen, ne? Na gut, was soll's. Ich gehe mal hier lang. Oh, hier ist Wasser, ne? Ja. Nee, da will ich nicht rein. Man sieht es aber auch auf der Minimap. Ich gehe mal hier, glaube ich, ein großzügiges Stück so. Gen Westen. So. Und dann nach Süden hier.
den Stein da oben drauf am besten, ne? Warum regeneriert die Ausdauer so langsam? Weil ich wieder so ungeduldig bin, glaube ich. So. Und hier könnten wir jetzt rüber sliden, aber wie ich schon meinte, wenn wir fliegen, übersehe ich vielleicht Sachen. Wir müssen immer auf dem Boden bleiben, um zum Beispiel auch Schädel oder so entdecken zu können. Sonst fliegen wir da einfach drüber und haben wertvollen Loot übersehen. Und hier ist nicht ein Feind. Jetzt habe ich es gejinxt, ne? Gleich kommen sie. Gleich kommt 20 auf einmal und wir werden wieder hoffnungslos überrannt. So, warte mal, hier ist Stein. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass hier vielleicht auch ein Schädel ist. Aber ich glaube, ich habe hier schon geguckt, ne? Man sieht es auf der Minimap ja, dass ich hier schon lang gegangen bin. Oh, Yggdrasil-Holz. Komm. Warum nicht? Der Baum sieht hier gerade so lecker aus. Da kann ich ihn nicht stehen lassen. So. Halt. Hier geblieben. So. Das normale Holz könnte ich theoretisch liegen lassen. Sag mal, packst du es? Mit zwei Hits tot, oh Mann. Nein! Bleib hier! So, Axt. Zack. Und weg damit. Und der schmeißt wieder mit Stein. Piu, piu. Tschüss. Sogar getroffen. Dra, heiß. So, und den anderen kloppen wir auch eben noch weg. Ja, Alter. So wenig Yggdrasil-Holz bringt das nur. Hätte ich mir auch sparen können. Wir kriegen 4 raus? Wow. Gut. So viel zu dem Thema. Das hat sich ja richtig gelohnt. Ich mache mal kurz das Portal hier oben hin. Ein Auge kann weg. Das ist nur Müll. Dann 15 hiervon können weg. Das wiegt alles nur sinnlos. Und so mache ich mal. Und dann gehen wir mal weiter. Energieschild. Und hier wieder die Augen offen halten. Ich dachte gerade schon, hier ist direkt ein Schädel. Das wäre jetzt richtig geil gewesen. Aber nein. Ja, hier sind wieder die alten Mistlands. Da brauchen wir gar nicht erst suchen. Denn dort spawnt ja nichts. Also auch keine Schädel oder Zwerge oder sonst was. Doch stimmt, Zwerge. Aber immer nur einzelne. Und die geben, glaube ich, nur ein Weichgewebe. Die sind also den Aufwand eigentlich auch nicht wert. Ne? Weil die sind ja schon sehr stark. Wie wir letztes Mal schmerzlich erfahren mussten. Nein! Hier sind Ebenen. Und hier will ich nicht ins Wasser jumpen. Gut. Ich gehe trotzdem mal hier hin. In der Hoffnung, dass da vielleicht noch was ist. Mal gucken. Oh, die Ebenen, Alter. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Nichts wie raus hier. Aber hier haben wir wieder das Gebiet. Ja. Ich glaube, dieser Spot hier ist doch nicht so gut, wie ich dachte. Das sind alles die alten Mistlands. Können wir knicken. Ich suche eigentlich nach diesen Nebelbubbles. Weil das ist ja mal ein Zeichen dafür, dass es neu generiert ist. Aber hier ist gar nichts. Ja. Ich glaube, das können wir knicken. Also muss ich zurück zur Knochenwand-Space, ne? Und wenn wir dann bei der Base sind, dann irgendwo uns ein anderes Portal suchen. Ja, nee. Nee. Kann ich vergessen. Gut. Dann gehe ich zurück zur Knochenwand-Space und suche einen anderen Spot. Und weil das langweilig ist für euch, spule ich das vor. Also, bis gleich. Oh, da hinten sehe ich gerade, wie er Zwerge angreift. Ja, da ist ein Zwerg gestorben. Dann ist da ja auch entsprechender Loot, oder? Den will ich haben. Jedes bisschen Weichgewebe ist wertvoll. So. Frostsalbe. Zack. Sehr gut. Das Weichgewebe hier hinten hole ich mir mal. Oh, Energieschild. Nein! Scheiße! Ich bin so ein Idiot. Ich hätte auch mein Energieschild. Oh nein! Verdammt. Es tut mir leid. Oh, ich greet Lord. Ich greet Lord! Gut, ich warte mal kurz. Also ist gut möglich, dass es schon Nachmittag ist, aber ich warte trotzdem noch mal kurz ab.
Ja, toll, Alter. Das war jetzt gerade richtig doof. Vor allem, ich weiß jetzt auch gar nicht genau, was wir alles brauchen. Ich glaube, Ausdauer und Magie reicht. Und dann holen wir schnell unser Zeug. Mit Aiktür sollte das, glaube ich, klappen. Ich baller mir sogar... Ja, nee, ich muss schon beide Magie-Food-Sachen nehmen, ne? Hm. Beide Magie-Food. Und ich nehme mir sogar die gute Ausdauer. Nehme ich Federumhang und Schutzstab mit. Ich glaube, das geht auch so. Mit Aiktür geht das, glaube ich, auch so. Nee, nicht Reiseportal. Das war bei Knochenwanst. Also hindurch. Gut. Ja, das ist doof gelaufen. Den da werde ich mal outrunnen. Halt, Aiktür. Dann komme ich hier nämlich auch easy den Berg hoch. Ich lade meine Ausdauer komplett auf und hier hinauf. So. Jump, jump, jump. So. Und unsere Leiche ist da. Direkt beim Gyal. Das ist natürlich nicht so schön. Und direkt auch bei den ganzen Hässlichen. Ja, ich würde es am liebsten einfach runterfliegen. Kann ich aber nicht. Deswegen laufe ich. Und sobald ich auch nur irgendwie höre, dass uns irgendjemand verfolgt. Also ich gehe und sobald uns jemand verfolgt, laufe ich. Ja, sie verfolgen uns. So, ich laufe mal hier in den Sumpf hinein. Zieh meine Klamotte an. Wo sind sie? Wow! Okay. Ich jump mal hier rüber. Jump mal hier in die Ecke. Zieh mir schnell meine Klamotten an. Hoffe, dass sie mich nicht verfolgen. Verfolgen sie aber. Ich gehe ja schon. Und noch eine Klamotte an. Ja, komm. Du machst kaum Damage. So. Und die hier auch noch. Gut. Und wir sind wieder im Game. Tschüss. Energieschild, ne? So. Und das Weichgewebe, habe ich das aufgesammelt? Der hat gar keins gedroppt. Der hat nur Kupfer gedroppt. Oder? Warte mal. Hä? Habe ich sein Weichgewebe nicht aufgesammelt? Also war das alles umsonst? Echt jetzt? Da liegt's doch. Ja, ich weiß, da ist der Gyal. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir Weichgewebe aufgesammelt haben. Hier vielleicht? Keine Ahnung, ich habe es gerade nicht gesehen. So, du stirbst. Und du erst recht. So. Tschüss. Schön erstmal wieder Energie aufladen. Dann können wir hier die Zecken mit Feuerbällen loswerden. So. Und dich mit Frost. Und ich glaube, das war jetzt auch die letzte Salve. Ah, nicht ganz, glaube ich. Ah, doch. Perfekt. Dann nehmen wir noch deinen Beutel mit. Was ist denn hier von Trash? Das hier. Ja, nee, das hier eher. Dann nehme ich lieber das mit. Ich ehrlich. So, ja, toll. Sind wir hier natürlich verreckt. Das ist natürlich nicht so schön. Aber was soll's. Dann hau ich hier mal ab. Wir können das hier entfernen. Und wir sliden durchs Portal. So, perfekt. Laufen rüber und schmeißen alles, was wir nicht brauchen, weg. Davon drei. Das hier, das hier, das hier, das. So. Runter damit. Und weil es gerade wieder Abend wird, gehen wir mal kurz ratzen. Und dann gucken wir mal, wo wir weiter nach Weichgewebe suchen. Ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf, sondern will Festungen suchen. Aber wir brauchen so viel Eiter. Ne? Da kommen wir nicht drum rum. Also, gute Nacht. So, guten Morgen. Und dann gehen wir direkt runter. Übrigens, merkt ihr, dass er gar nicht mehr laggt, wenn ich aufwache? Das liegt daran, dass ich jetzt immer, wenn wir schlafen, ich auf Escape drücke und dann auf Speichern. Während wir schlafen. Das ist deutlich mein Vorteil. Moment, mir fehlt gerade noch ein Nebellande-Base. Wir holen mal kurz Harz. So. Das hier. Und jenes. Sehr gut. Jo,
Da haben wir die 30 und ich zieh weg. So, das schmeißen wir direkt runter. Und dann gucken wir mal auf der Karte, wo wir hier noch irgendwo, am besten da, wo wir wenig erkundet haben, ne? Wo wir aber sehen können, dass dort auf jeden Fall Mistlands sind. Hier. Hier. Königin Base. Base einfach nur. Wollen wir mal gucken? Ich gehe mal rein und dann schauen wir mal nach. Ich mach mir erstmal ein Energieschild. Sicher ist sicher. Und haben wir alles? Ja, ne? Tränke, ja. Das sollte passen. So, ich erinnere mich, das hatten wir hier drinnen gebaut, aber... Ah, verstehe. Das hier ist alt. Dann mache ich das mal weg und mache so. Queen Base. So. Oder habe ich sie mal... Scheiße. Das soll schon einheitlich heißen. Habe ich da mal einen Bindestrich zwischen gemacht? Ja. Gut. Perfekt. Ja, dann gehen wir hier mal raus, würde ich sagen. Und haben hier auf jeden Fall schon mal einen Safe Space bei der Queen. Sehr gut. Dann, weil hier ist ja sehr, sehr, sehr viel Mistland. Und ich würde sagen, da fackeln wir gar nicht lang. Und wir gehen auf Erkundungstour. Schön den Boden absuchen. So. Hier lang. Alles, was noch nicht erkundet ist. So, hier hoch. Schön nach Knochen. Ne, diese Brustkörbe, diese riesigen. Da ist meist auch ein zugehöriger Schädel dabei. Nicht immer, aber meistens. Also auch die sind natürlich für uns sehr interessant. Das ist sogar noch interessanter als eine Zwergenbase. Da gibt es zwar auch Weichgewebe, aber bei weitem nicht so viel. Ne? Also ich glaube, wir kriegen aus dem Schädel, wie viel kriegt man da raus? Ich glaube, 2,5 oder 1,5 Stacks, glaube ich. Also ein Stack ist ja 40. Und ich glaube, man kriegt so 60 raus pro Schädel. Ist natürlich ordentlich, weil das sind dann umgerechnet entsprechend... Oh, wo kommst du denn her? Umgerechnet entsprechend auch 60 verfeinertes Eider. So, auf Wiedersehen. Hier ist das Biom leider vorbei. Na gut. Und du stirbst auch. Ja, euer Stuff könnt ihr behalten. Den will ich nicht. Das habe ich doch aufgesammelt, ne? Einen hier vorne kann weg. Ey, komm, Alter. Geh mir nicht auf den Zeiger. So, das kann weg. Das kann weg. Und tschüss. Hier hinauf. Warum gehe ich nach oben? Ich sollte auf dem Boden bleiben. Aber hier sehe ich gerade, ist das Biom ohnehin vorbei. Dann sollte ich nach da, ne? Und hier auf dem Boden bleiben. So, hier lang. Die Schwade schön arbeiten lassen. Damit hier großräumig alles angezeigt wird. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich weiß, dass die Schädel ja recht selten sind. Aber wenn wir so explizit suchen, müssen wir doch wohl fündig werden, oder nicht? Weil da sind wir ja gerade schon recht gründlich. Aha! Komm schon, komm schon, komm schon, Schädel! Warte mal, ist das die... Das ist die Unterseite, ne? Das ist Solarplexus. Das heißt, auf der Seite müsste der Schädel sein. Ne, das hier ist der Solarplexus, oder? Ja. Ja. Ich stehe gerade auf dem Solarplexus und das hier ist die Kopfseite, glaube ich. Hier müsste der Schädel sein und hier ist keiner. Schade! Na gut.